Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Cleantech Media Award. Mein Name ist Carlos Klotz, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Mobility 2.0. Jetzt bei mir auf der grünen Couch begrüße ich Dr. Ulrich Eichhorn. Er ist Geschäftsführer im Verband der Automobilindustrie VDA. Herzlich willkommen, Herr Dr. Eichhorn. Geschäftsführer, vielleicht können Sie uns kurz noch sagen, was das genau bedeutet. Es gibt ja mehrere. Um was kümmern Sie sich denn dort? Ja, herzlichen Dank. Ich bin verantwortlich für alles, was Technik, Forschung, Umwelt und eine ganze Reihe von anderen Aspekten angeht. Und die Geschäftsführung des VDA teilt sich so ein bisschen die Regionen auf, also Politik, Verbände und die Firmen, die Automobilhersteller und eben darin die Technik. Letzteres ist meins. Stichwort Umwelt, da sind Sie sozusagen genau der richtige Gesprächspartner hier auf dieser grünen VIP-Couch. Wie sauber können denn die Fahrzeuge eigentlich werden? Ja, die Frage ist ja zunächst mal, wo kamen wir her und wie sauber sind wir schon? Wir haben ja in den letzten 20 Jahren, sage ich mal grob, nicht nur das Auto dreimal so sicher gemacht, sondern wir haben auch noch den Kraftstoffverbrauch und damit den CO2-Ausstoß um mehr als ein Drittel reduziert und die Schadstoffe um 98% reduziert. Der Rest, der da ist, an dem wird noch gearbeitet. Das sind speziell zwei Dinge zu nennen. Das eine ist in der heutigen Fahrzeugpopulation ist noch Reste von Feinstaub bei den alten Dieseln und NOx, NO2. Beides wird mit Euro 6 erledigt sein. Wie ist es denn mit dem Biosprit? Das ist ja wohl der größte Flop, den wir in letzter Zeit hatten. Das war ja auch angedacht worden, um weniger CO2 auszustoßen im Grunde, aber die Fahrer nehmen es nicht an. Also E10 Biokraftstoff ist für uns alle eine Enttäuschung. Technisch funktioniert es einwandfrei. Es war medial und kommunikativ ein Desaster. Wir lernen daraus, wir werden künftige, speziell wenn es um Kraftstoff geht, künftige Strategien sehr viel besser von allen Seiten kommunizieren müssen. E10 hat heute einen Marktanteil von ungefähr 12-13% und leistet einen erheblichen Beitrag zur CO2-Reduzierung in der Flotte. Es gab nicht einen einzigen Motorschaden, wie viele befürchtet hatten. Und wir nehmen wahr, dass E10 langsam etwas mehr angenommen wird. Die aktuelle Diskussion geht total am Ziel vorbei. Das in Deutschland beigemischte E10 nimmt niemandem das Essen vom Teller. Es kommt im Wesentlichen aus deutschem Anbau und es kommt nicht in Konkurrenz zum Nahrungsmittel. Ja, was heute auch schon funktionieren würde, wäre ja Erdgas im Tank. Es gibt Autos, es gibt Tankstellen, wenn auch noch nicht so viele. Warum gibt denn die Automobilindustrie nicht mehr Gas? Warum werden nicht mehr Modelle angeboten? Also hier werden Sie in den nächsten Jahren einen deutlichen Umschwung sehen. Die Erkenntnis, dass Erdgas nicht nur der kostengünstigste, sondern momentan auch der umweltfreundlichste Kraftstoff ist, setzt sich auf breiter Front durch. Sie haben schon angesprochen, wir haben im Moment 900 Tankstellen. Das ist keine fantastische Netzabdeckung, aber es ist auch so, dass es niemanden mehr daran hindern sollte. Und das Angebot an Fahrzeugen wird in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie die geplante Steueranhebung 2018 aussetzen wird, um da etwas für die Umwelt zu tun. Und dann ist wirklich Erdgas ein nachhaltiger, weil lange Zeit verfügbarer, hervorragender Kraftstoff. Es kommt noch eine ganz andere Komponente dazu. Erdgas ist Methan. Man kann Biomethan in beliebigem Verhältnis beimischen und man kann sogar Wasserstoff aus überschüssigem Ökostrom erzeugt in bestimmtem Verhältnis beimischen oder daraus Methan erzeugen, sodass wir also eine ganz elegante Weise haben, von einem heute schon umweltfreundlichen, aber doch noch fossilen Kraftstoff in einen erneuerbaren umzusteigen, ohne eine neue Infrastruktur aufbauen zu müssen. Sie haben das Stichwort Wasserstoff genannt. Da könnte ich direkt damit fahren. Welche Chancen haben denn Wasserstoffantriebe? Wasserstoffantriebe, und das heißt im Wesentlichen Brennstoffzelle, hat schon lange ein großes Potenzial, das bisher noch nicht geschöpft wurde. Es gibt leider noch allerhand Entwicklungs- und manchmal auch Erfindungsbedarf, aber die Industrie arbeitet stark daran. Wir haben ja auch über die Zeit sehr viel Geld in die Technologie investiert. Es hat sich als schwerer herausgestellt, als wir das vor 10 Jahren dachten. Aber wir bleiben dran und viele erwarten einen Durchbruch des Wasserstoffs in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wasserstoffautos fahren im Grunde ja mit Strom, der dabei erzeugt wird durch die Brennstoffzellen.
Welche Chancen haben denn die reinen batterieelektrisch betriebenen Elektroautos? 1 Million soll ja im Jahr 2020 schon auf Deutschlands Straßen rollen. Ist das heute überhaupt noch realistisch, diese Zahl? Die meisten Leute überschätzen, was man in einem Jahr erreichen kann, und unterschätzen, was man in 10 Jahren erreichen kann. Es ist noch viel zu früh in dem Langstreckenrennen Elektromobilität, um Urteile abzugeben, von wegen, das fliegt nicht. Wir sehen nach heutigem ganz klar noch Forschungsbedarf, und die deutsche Industrie forscht, dann wird entwickelt und dann wird produziert. Andere haben das schon mal andersrum probiert, das hat aber nicht funktioniert. Also aus der heutigen Marktdurchdringung dürfen Sie keinesfalls schließen, was in 10 Jahren sein wird. Wir sehen, und das ist auch die Prognose der Nationalen Plattform Elektromobilität, wenn die Bundesregierung die Maßnahmen ergreift, die bis heute zugesagt sind, ein Potenzial 600.000 Fahrzeuge zu erreichen, möglicherweise mehr, gegebenenfalls wird danach gesteuert werden müssen. Aber die Elektromobilität ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein der automobilen Zukunft, hängt entscheidend an den Kosten der Batterie, die momentan der Hauptkostentreiber sind und damit der Hauptpreistreiber für den Kunden. An all den Punkten wird gearbeitet, speziell an dem Reduzieren der Batteriekosten. Okay, dann geben wir die Hoffnung also nicht auf. Ich danke Ihnen für dieses positive Schlusswort in Sachen Elektromobilität. Und damit, Herr Dr. Ulrich Eichhorn, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Danke sehr.